Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge CraftTech 3. Ich habe schon ein bisschen den Namen vergessen. Aber nicht alleine, sondern mit dem lieben Kevin. Wie geht's? Hallo. Volunga, ah, da bist du. Ja. So, ich wollte jetzt, cool, dass es regnet und Nacht ist, richtig geil. Hier, ich habe dir was mitgebracht für deinen Totenkopf. Kannst du ihm einen Goldzahn bauen mit. Danke, ey. Danke. Genau, das ist nämlich, was ich jetzt meinen Leuten zeigen wollte. Ich weiß gar nicht, ob die es schon gesehen haben, ob das soweit ist. So, das ist mein Totenkopf bis jetzt. Ich versuche den mal von etwas weiter zu zeigen. Ich habe zurzeit nicht so viel Zeit mit CraftTech zu zocken wie in CraftTech 2. Ich weiß noch, CraftTech 2, da hatte ich nämlich nichts in meinem Leben zu tun. Hatte mein Abitur, habe auf mein Studium gewartet. Deswegen habe ich gecrackt wie ein Minussohn. So. Weil diese Monster wieder. Ich habe ja richtig Angst vor Skeletten, ne? Ja, das ist richtig OP. Ist, wenn du einen Bogen hast. Bogen ist richtig ja, nice. Ja, Bogen ist beste jetzt in Minecraft. So, das ist mein Totenkopf bis jetzt. Augen muss man gucken, ob man so lässt, aber an sich eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich finde mega geil, so wie der ist. Jetzt nur noch, boah, Zinus rastet ja voll aus mit dem Haus. Ja, Revi auch. Hast du schon Revi geguckt? Nein. Alter, guck mal zu Revi rüber. Ja, ich wollte ja Dingens farmen jetzt und so ein bisschen, weißt du, deswegen. Ich mach das in einen. Du kannst das von hier schon sehen. Echt? Guck einfach nur mal rüber. Warte, ich muss mein Render Distance herstellen. Kann sein, weiß ich nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie hoch ich die hab. Boah, bei dir kommen voll die Monster. Ich tu die alle abwehren jetzt hier. Hauptsache Schwert und Bogen. Richtig krass. Ich hab eigentlich auch einen Bogen, aber wo ist der? Ihr müsst eigentlich das Haus doch schon sehen, oder nicht? Wo ist der denn? Das weiß oder was? Ja, das da oben. Ah, da. Ja, ich seh's. Wo hat der das ganze Clay her? Der hat sich das gefarmt und alles und gehandelt. Hier ist ein Villager. Zombie-Villager mit Goldrüstung. Ah, korrekt, Goldhose. Hier, nimm. Kannst tragen, bis in den Club angeben. Brauche ich nicht. Lass mal Holz sammeln, oder? Ich habe nämlich jetzt die Idee, ich möchte, dass in diesem Berg, auch um den Totenkopf herum, so ein riesen Baum halt reingewachsen ist, Wurzeln rausgucken, so runterhängen, mit Blättern schön, und da möchte ich dann halt so ein bisschen Baumhaus reinbauen. Jetzt die Frage, Kevin, was nutzen wir für ein Holz? Normal Oakwood oder Dark Oakwood? Ich würde Dark Oakwood nehmen, wenn ich ja? ehrlich bin, weil das sieht richtig geil für Wurzeln und so aus, ja, Mann. Was liegt da unten? Ach, ein Pilz und Ei. Guck mal, der Kontrast auch, ne? Ich finde, wenn du dir das normale Oakwood dir mal anschaust, ich finde, das sieht immer sehr blass aus. Und das Dark Oakwood mit den Blättern sieht richtig schön aus. Ja, das so stimmt wohl. Vom Kontrast her viel schöner aus. Alter, Hauptsache, Skelett rast komplett aus. Oh Gott, Creeper. Vorsichtig. Boah, Alter, ey. Ich hab zum Glück Dirt. Ich hab auch noch was jetzt von ihm genommen. Dann lass ein bisschen Oakwood sammeln, aber so gucken, dass wir den Wald nicht kaputt machen. Ich weiß, wo wir sammeln können. Hinter meinem Haus. Da ist richtig viel. Ja? Ja, ich pflanze da auch immer wieder nach, wenn nice. Ich abbaue. Da kommen wir ganz leicht hier warte, rüber. Warte, wo bist du jetzt Single Adder? Hier. Und ich kann die abwehren, die Monster. Nice. Da unten ist Creeper vor. Boah, ich hab den angeschossen noch zum Glück, ey. So, dann komm mit hier lang. Soll ich dir mal was zeigen, was ich am Bauen Creeper, bin oder? Momentan? Ja, Creeper hinter dir. Wo denn? Kommt hinter jetzt. Dir? Ja, der folgt aber dir. Ich kann dir kurz zeigen, was ich noch baue. Das ist direkt in der Nähe bei mir. Danke. Baguettes. Ich hab schon ein bisschen mit meinem Haus angefangen. Ist das hier dein Haus? Ja, hier baue ich. Ey, du hattest doch ganz woanders. Ja, aber da war ein Chunkfehler immer. Ach, laber deswegen nicht. Deswegen bin ich weg, weil mein ganzer Berg war zerstört. Ah, du Arme. Komm mal mit. Ich zeig dir mal Geheimgang. Hier bin ich ein geheimes Projekt am Starten. Ah, du hast hier so eine schöne Bucht. Dann hat mir auch schon ein bisschen geholfen dabei. Wow, Alter. Eine Mobfalle. Ja, aber die funktioniert noch nicht richtig. Ich muss noch viel ausleuchten. Ja, du alles. Musst überall ausleuchten, alles. Ja. Am besten ist eigentlich, wenn man die ganz oben im Himmel baut. Ja, aber das sieht dann immer scheiße aus. Deswegen, das stimmt wohl. Ich wollte die jetzt schön haben. Und deswegen mach ich mir die Arbeit. Ich hol mir eben eine Axt. Brauchst du auch eine Eisenaxt? Ja, wäre cool. Ja, warte, du kannst dafür meine Steinaxt haben. Ja, okay, ich werde sie in Ehren halten. Ich werde mir die im Haus aufhängen eines Tages dann. So, mach das echt. Verzaubern? Ich verzauber jetzt mein, ich brauche Lapis. Hast du Lapis für mich? Ja, kannst du ruhig, bin ich nicht ruhig an meinen okay. Kisten. Danke, ey. Ich verzauber mal aus, kann man Schilder verzaubern eigentlich? Nur mit Buch, so wie ich gehört habe, kannst du das machen. Toll, ich habe nicht genug Level. Egal. Ich verzauber uns die Äxte auch, ja?
So ein bisschen was drauf. Ja, ein bisschen so Quackerei 15. Guck mal, Unbreaking 2 hat eine bekommen. Guck mal, kann man schon ein bisschen 3 Jahre lang leben. Dann kann man schon ein bisschen mehr den 5-Jahres-Plan ausweiten, weißt du? Oh, nice. Ich habe eine richtig gute bekommen. Ich gebe dir die mit Unbreaking 2. Hier, guck mal. Mit der kann ich jetzt auch 5-Jahres-Plan verbessern, weißt du, weil die länger hält. Genau. Ja. Das ist ganz wichtig, Leute. Ihr müsst euch immer merken, 5-Jahres-Plan sollte man immer haben. Immer. Mindestens, sobald man Grundschule beendet hat, sollte man mit 5-Jahres-Plan anfangen. Ja. Weil nur mit dem kann man auch für die Jahre... Jagen das, auch. Ja, jagen. So, also kann man hier die einfach abholzen. Hey, hast du gehört? Ich hab Spinne gehört. Ja, Spinne höre ich auch. Aber Lava fall da hinten flippt ein bisschen aus, ne? Ja. Alter, was ist das denn? Krass, ne? Guck mal, oben aus dem einen Loch kommt das raus. Und ja, und dann unten richtig mächtig. Hier können wir einfach abbauen. Einfach abbauen? Ne? Ja, genau. Ich kümmere mich hier um den Wald. Ich bin hier Förster, weißt du? Ah, okay. Machst du das hauptberuflich? Ja, ich bin eins mit dir. Ja, ich werde dafür bezahlt. Ah, okay. Das ist gut. Mindestens 1800 brutto im Monat verdiene ich dafür. Ich verdiene mal 1080p. Okay. Das ist auch cool. Ja. Die nutze ich dann immer von meinen... Alter, was war das für ein Geräusch, Mann, gerade? Ich werde angegriffen. Ja, manchmal kriege ich auch im Monat 60 FPS bezahlt, wenn ich gut bin. Ist gut. Ich nutze die dann immer für meine Videos. Okay. Und für Nahrung, mal gucken. Ja, ich benutze zum Spielen immer. Kann man auch machen. Was ist das für ein... Hörst du das nicht oder bist du das? Was für ein Geräusch? So ein Kichern, so ein komisches. Das ist die Hexe. Alter, was ist das für ein was ist das für ein Wesen, das was voll die widerlichen Geräusche am machen? Pass auf, Creeper. Alter. Hier rastet richtig aus in dem Wald. Da kommt schon wieder. Ja, generell Monster in Minecraft ist unnormal geworden. Ja. Boah, schau wieder. Boah, Junge. Boah. Oh, Scheiß drauf. Ich hab direkt das Schild gehört. Ich mach die normalen Bäume auch weg, ne, damit die Blätter auch despawnen alle. Ja, kannst du ruhig machen. Damit du in Ruhe nachpflanzen kannst. Es ist schon krass, ey, was bei den Monstern hier abgeht, ey. Ja, die rasten schon. Oh, da kommt schon. Man kann echt sagen, dass so ein Zombie so mittlerweile das hauptberuflich macht, was die machen. Ja. Vor allen Dingen, wenn die eine Schaufel haben, ziehen die dir mit Eisenrüstung 4 Herzen ab. Ja, ist echt so. Die haben voll oft verzauberte Rüstung, ne? Die haben bessere Rüstung als ich manchmal. Ja. Hamad. Revi hat ja einen getötet, hat der goldene Schuhe mit Federfall bekommen. Laber. Ja, richtig übel. Das ist eh mal ein Ziel, so ein Craft-Attack bei mir, dass ich mir eine richtig krass enchantete Goldrüstung mache, die lange hält, weißt du? Ja. Ja. Darauf hätte ich mal richtig Bock. So mit Unbreaking 18. So. Ja, ich muss ja mindestens 5 Jahre halten. Eben, wegen 5-Jahres-Plan. Ja. Und man muss auch mal gucken, wie man eventuell bald hauptberuflich wiederbelebt. Ja. Weil vor allem bald ist ja Weihnachten und so, deswegen kann Comeback von hauptberuflich stattfinden. Gucken wir, dass wir Revi in die Folge dazu holen, weil der war ja auch dabei. Ja. Bei der Wiederbelebung hauptberuflich. Boah, Junge! Weil ich erhalte immer täglich Briefe von hauptberuflich, wo er schreibt, dass er gerne wieder da sein würde. Also der würde gerne von Craft Attack 2 hier hinziehen, sagt er. Ja, auf jeden Fall. Der Minecraft Attack 2 Map ist einsam geworden. Tannenbaum verfault. Deswegen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen habe ich ihm gesagt, zeig erst deine Reiterzulassung. Weil der hat ja 3 Pferde. Und dann soll er mir die zeigen und dann kann der vielleicht wieder mitmachen, weißt du. Ja, ich würde mich freuen, wenn er hier wäre. Ja, wenn hauptberuflich wiederkommen würde, wäre eigentlich echt schön. Mutter hat auch schon gefragt, wann er wiederkommt. Ja. Ah, ich liebe Oakwood, die geben immer gut Holz. Oh. Ach, Dark Oakwood. Ja, ich habe schon 2 Stacks von dem Holz. Ja, ich auch. Also fast, glaube ich, keine Ahnung. Ne, schon 3 sogar. Willst du so einen richtig großen Baum oder so klein machen? Ne, ich will richtig ausflippen, der soll durch den ganzen Berg gehen. Also so richtig so 10-Jahres-Baum mindestens. Ja, so wie als wenn ein Nachtelfe darin leben würde. Alter, okay, dann willst du richtig ausrasten. Willst du hier Baum des Lebens bauen? Genau, Baum des Lebens, sowas. Okay. Aber ich habe gar keinen Plan davon, wie das geht. Und fuck, ich habe vergessen, die Blätter ganze Zeit mitzunehmen. Da brauchst du doch eine Schere für, oder? Hab ich. Ach, hast du, okay. Ja, ich habe keine jetzt. Ich hole gerade nur Holz. Aber so. Ich kann ja noch Blätter, wenn du brauchst, kann ich dir farmen welche. So, ich farm gerade auch welche. Aber ich habe, glaube ich, gehört, wie ein Skelett mich angreifen wollte. Okay.
Ich habe zu viel Shit in meinem Inventar, ne? Das ist unglaublich. Äpfel Seeds, das ist gut, das ist gut. Man kann auch Schere verzaubern, ne? Ja? Ich meine schon. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich denke mal mit Buch auch wieder. So mit Unbreaking und so. Ist eigentlich immer nur mit Buch hier in dem Spiel. Du! Wenn du Bücher hast, bist du der Babbo. Ja. Dann bist du auch ein gebildeter Mann. Ja. Oak Leaves, Dark Oak Leaves, das sind die falschen. Oh, wie viel Äpfel! Kann ich alle gut gebrauchen. Ich brauche keine. Ich brauche Dark Oak Leaves, meine Freunde. Da ist noch ein bisschen das übersehen. So. Alter. So. Na, ich geh jetzt nach hier hinten. So, jetzt habe ich endlich zweiten Stack angebrochen. Huhn, wie geht's dir eigentlich? Mir geht's soweit ganz gut, ja. Bei ich mir meinte zwar okay. Huhn, aber okay. Ach so, Huhn. Und wie geht's dir eigentlich? Ah, scheiße. Ja, aber das kann ich dich auch fragen. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und das freut mich. Ach, das ist bestimmt mein Huhn, das war Hermann. Ja, hast du ihm Nametag gegeben? Nein, noch nicht, aber das soll Hermann werden. Der soll ja aufpassen, das ist der Wächter der Bonzen. Der Bonzen? Ja. Bin ich auch ein Bonze? Oder ja, wie wird man einer? Kannst du, ja, bist du schon, auf jeden Fall. Baut man so bestimmte Anzahl an Dias, oder? Nee, du bist ja schon Bonze wegen Craft Attack 2. Ja, okay, stimmt. Ich war ja Emerald Scheich, war ich ja. Ich hab auch schon Esel gesehen letztens, als ich auf Erkundung war. Alaba, müssen wir auch noch klären. Ich hab mir direkt Koordinaten gespeichert. Optimal. Ich hab denen schon einen Kuss gegeben und hab gesagt, wir werden bald kommen für euch, Freunde. Nice. Und dann werden wir mit euch in den Sonnenuntergang reiten. Das wird schön. Ja. Junge, Inventar rastet aus ein bisschen. Ja, ich habe auch schon ordentlich Holz. Und Blätter habe ich auch ordentlich. Seeds habe ich auch, das heißt, ich kann gleich eine Heimatwäsche anbringen. Okay. Ein paar Bäume, weißt du. Ah, jetzt meine Schere kaputt. Nun denn. Boah, aber meine Axt hat gut verloren, trotz Haltbarkeit. Echt? Ja, die ist zur Hälfte bald kaputt. Krass. Ja, ist halt gefarmt wie ein Crack, ne? Ja, ich habe jetzt schon ordentlich geholt hier. Was, 6 hast du auf jeden Fall. Ich habe schon alleine 4. Also bin gerade am 4. dran. Okay, ich habe 1, 2, 3, 4. Warte mal. 5. 5,5 Stacks. Krass. Damit werde ich auf jeden Fall ein bisschen bauen können. Ja, kein Problem. Ich kann dir immer schön hier was holen, wenn du brauchst. Danke. Ich tue hier nachher wieder anpflanzen, förstermäßig. Und dann, wenn wieder gewachsen ist und so. Kann man noch Blätter wiederholen. Genau. Kümmere mich darum, dass der Wald nicht ausstirbt hier, WWF. WWF und wegen Atmen auch, Luft. Ja. So. Ich glaube, das reicht erstmal jetzt ein bisschen. Okay. Ich hab einen Apfel. Du wolltest Apfel, meinst du? Brauchst du eh, ne? Ja, die nehme ich gerne. Mach wo bist du denn? Von. Ja, ich komme jetzt hoch hier, weißt du? Das ist ja komplett der ganze Berg hoch, Bäume. Richtig nice sieht das aus. Hier ist richtig viel, ne? Muss man auf jeden Fall wieder neu wirtschaften. Hier. Apfel. Ja, soll ich dir mal die Sachen geben? Ja, gerne. Passt in dein Inventar, okay. Ja, ich schmeiß mal ein paar Sachen weg. Die kannst du dann haben. Ja, ich nehme gerne Flaschen. Ich bin ja so Pfandsammler von hier, Saplings. Brauchst du ja auch, ne? Ja. Ja, ich sammle hier gerade noch, du hast hier Blätter liegen lassen, die sammle ich ein, dann gebe ich dir die mal eben. Nee, das sind aber Oak, das sind keine Dark Oak. Ach deswegen. So. Ja, aber ich habe hier Dark Oak, warte. 15 Stück noch. Nice. So, zack. Opti. So. Jetzt kann man einen Weg zurückschlagen. Heimat. Da warten noch Kartoffeln auf mich. Ich werde eben ganz kurz hier schon mal Bäume wieder anpflanzen. Nice. Danke dir auf jeden Fall. Kein Problem. Damit die Wirtschaft ist gleich vorbei, voll traurig. Aber jetzt haben wir erstmal schon ein bisschen Sachen. Vielleicht mache ich offscreen schon mal so ein bisschen Fundament. Was so abgeht. In Zukunft. Ja, hier unten war auch noch ein Baum. So.
dann hat auch schon ganz schön Gas gegeben. Hast du schon gesehen sein Haus? Nee, noch nicht. Ich war schon länger nicht mehr online mit Craftec. Okay. Ja, ich hab's gesehen. Hab mich schon gewundert. Ja, Zeit ist begrenzt bei mir leider. Sehr stark. Revi suchtet aber ordentlich. Standard bei dem. Der ist immer um 8 Uhr morgens schon so online. Da sind wir immer tief und reden und bauen die ganze Zeit. So, jetzt habe ich hier 64 wieder. So. So, hier will ich auf jeden Fall die erste Wurzel entlang machen. So hier, dann hier am Boden und dann gucke ich spitz von Wurzel so runter. Naja, meine Freunde, dies war's mit der Folge Kraftattacke mit dem lieben Kevin. Kevin, ich bedanke mich vielmals bei dir für deine glorreiche Unterstützung. Schaut auf jeden Fall mit meinem Kevin vorbei. Steht ja unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, hinterlasst Bewertung, einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.